What? Hey, sag mal, wir haben jetzt nicht die netteste Vergangenheit. Okay. Sieht nicht so aus, als würden sie großartig reden wollen. Was haben wir eigentlich für eine Flagge? Eine Kartoffel, eine Kartoffel. Ihr habt keine gemacht, ihr habt die Flaggen, die an Bord waren. Oh. Wir können uns gerne eine Kartoffelflagge machen, sobald wir angekommen sind. Gut. Kartoffeldruck. Sora. dann fang mal an zu zielen. Ja, dann ran an die Kanonen. Und ja, ich würde dann versuchen, diesen Mast zu treffen, vielleicht mit meinem Special. Also gut, ja. Und ich schreie, triff den Mast und gebe ihr Plus. Lass die Kanonen auch ausfahren, ne? Die nach Besatzung verteilt sich, ein paar sind noch für das Segeln zuständig, die meisten sind jetzt bei den Kanonen. Ihr habt nicht genug Leute, um beide Breitseiten gleichzeitig zu machen, muss man ja auch nicht, ihr habt immer eine nur. Zora mit das Kommando. Und eure Kapitänin darf mal einen Charisma-Wurf machen, um den Auftakt in die Schlacht mal zu gucken, wie gut der läuft. Hau rein! Hab ich da auch noch dann die Kampfpunkte oder nur das? Nur das. Sechs. Okay. Eure Kapitänin brüllt nach Norden. Nein, Moment, nach Süden. Was einen Hauch von Unsicherheit schafft. Und, das kann ich, was das soll jetzt? Werden einfach die Kanonen gewechselt. Reagiert das andere Schiff schneller, geht in eine engere Kurve und deren Kanonen feuern zuerst. Bam, 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 bam. Schauen wir doch mal. Okay, das ist super schlecht. 2-2 gewürfelt. Die Schüsse, die erste Salve schlägt um euer Schiff ein. Wasserfontänen spritzen hoch, aber ihr werdet nicht getroffen. Zora, du würdest denken, du kannst jetzt schon versuchen zu zielen. Allerdings auf die Distanz ist das natürlich sau schwierig. Der Trick ist normalerweise in Fangschussreichweite dann das zu machen. Okay, wie würde ich das einschätzen? Das kann man, also im Laufe der Zeit kommen wir näher, sodass wir irgendwann kommen näher. Ja, die Schiffe kentern könnten. Langsamer zusammen, ne, so ein bisschen parallel. Aber immer so dazu und wenn sie schießen, drehen sie so ein bisschen bei. Ja, dann würde ich zusammen noch so ein bisschen warten und sobald, ich denke, jetzt können es dann. Ja. Würfel doch mal schießen, bitte. Go! Alle? 10, ja. Im Gegensatz, eure erste Salve auf große Distanz schlagen mehrere Kugeln in das andere Schiff ein. Ihr seht so Holzsplitter umherfliegen und Taue reißen. Keine schwere Beschädigung, aber ihr habt das erste Blut. Ja. Allerdings schießen sie auch wieder. Kann ich so eine Kanonenkugel mit meiner Kelle einfach zurückschlagen? Eine 6. Oh, euer Schiff wird getroffen. Nein! Mehrere Kanonenkugeln durchschlagen eure Segel, fetzen die Takelage, reißen Taue raus. Jemand, der oben gerade dabei war, so ein Segel zu reffen, wird von der Wucht von der Ra geholt und fällt schreiend runter und schlägt mit so einem Knirschen auf dem Deck auf. Und das Schiff steuert sich ein bisschen schlechter als vorher. Oh oh, ich gehe mal, also Edda, holst du mir den Eintopf von letzten Freitag? Ich renn. Den ganzen Topf. Ich brauche Nägel von dir. Ich hau irgendwelche Hansel an Bord an, sag denen, was ich brauche, zücke meinen Hammer und würde mich daran machen, eine Notreparatur am Schiff durchzuführen. Okay, also. Schiff schmieren. Siebel rennt herum und beginnt Sachen zu flicken und zu reparieren. Und tatsächlich ist das sofort spürbar, weil die Lerpes beginnt wieder besser vor dem Wind zu gehen. Und ihr habt die Gelegenheit, nochmal zu schießen, Zora.
Ja, ich würde auch nochmal sagen, so nicht auf, nicht, also nicht das Schiff zerstören, nur lahmlegen. Also ich möchte nicht, dass es kaputt ist. ich möchte nicht, dass es untergeht. Und ja, halt hauptsächlich auf so Mast und so, ja. Dann ist es 11 diesmal. 11. Und du setzt dein Special ein, jetzt wo ihr näher dran seid, ja? Genau. Also, Zora rennt von der vordersten Kanone am Bug von einer zur nächsten, schaut immer, sagt feuern, feuern, immer in dem richtigen Augenblick. Und tatsächlich seht ihr, dass die Salve ist sehr genau und es trifft sehr genau so das Zentrum dieses Schiffes. Zweigt die ersten beiden Kanonenkugeln, schlagen ein bisschen zu tief in den Rumpf ein, aber die nächsten drei gehen darüber hinweg und treffen, bam, in der Nähe des Mastes. Und die Schiffe gleiten so nebeneinander her, die anderen laden gerade nach und wollen gerade wieder schießen, als es ein lautes Knirschen und Knacken gibt und der Mast so zur Seite wegkippt, einen kurzen Moment vom Tauwerk gehalten wird und das dann so mitreißt und so seitwärts ins Wasser fällt und El Grand Griffon beginnt sich so zu drehen, als dieser Mast, der noch am Schiff mit 1000 Tauen verbunden ist, wie so ein Treibanker im Wasser hängt und dieses Schiff total vom Kurs abbringt. Yes! Nice! Woo! Sehr gut gemacht! Ja, und jetzt rauf da! Wir entern. Kapitänin, entern wir? Ja, sowas von. Ja, sowas von. Ich scheine nur so, aber lasst mir die Kapitänin. Ihr seht, dass die beginnen, da diese Taue durchzuhacken mit Äxten und Beilen und so und versuchen, diesen Mast zu lösen. Ihr seht auf dem Achterdeck die Kapitänin stehen in einer sehr pompösen Uniform. Die Leute an Bord tragen alle richtige Uniformen, so spanische. Allerdings seht ihr auch, dieses Schiff hat mindestens doppelt so viel Besatzung wie eures. Oh. Wir klettern einfach wieder zurück, das passt schon. Wir wollten ein Schiff weiter, ja? Oh, sorry, falsches Schiff. Oh, irgendwas ist getan. Ich dachte, das wäre Grand Unicorn. Ah, Griffon, nein. Also, der Klassiker ist, das Schiff ist momentan bewegungsunfähig. Der Klassiker ist, dass man jetzt zum Beispiel quer zum Bug fährt oder quer zum Heck und dann raked. Das heißt, man schießt die Längsachse des Schiffes entlang. Da ist der Rumpf nicht so stark und man trifft halt einmal die ganze Länge durch. Da kann man furchtbaren Schaden anrichten. Wer das als erstes schafft bei einem Kampf zwischen zwei Segelschiffen mit fixer Bewaffnung, hat normalerweise einen gewaltigen Vorteil. Ja, das klingt nach einer super Idee. Zora weiß das bestimmt auch, oder? Das wissen wahrscheinlich die meisten an Bord. Okay, dann würde ich das genauso ansagen. Ja, die Lerpes geht so am Heck dieses Schiffes, ne? Der Grand Griffon, und die Segel werden gerefft und ihr kommt fast zum Stehen und Zora kann total gnadenloses Kanonenfeuer so hinten in dieses Achter, in das Heck rein und die gesamte Länge des Schiffes entlang feuern, wieder und wieder und wieder. Und nach der dritten Salve wird eine weiße Flagge am verbliebenen Mast gehisst. Oh. Lasst mir die Kapitänin. Danke. Können wir jetzt da drauf? Ich trau dem Ganzen nicht so ganz. Ich wäre eigentlich für volle Versenkung. Nein, nicht versenken. Ich brauche sie zuerst. Wofür? Ihr Schiff ist tatsächlich auch nicht mehr wirklich fahrbar. Ich bin mir nicht sicher, ob wir haben den Platz für diese ganze Mannschaft überhaupt nicht an Bord. Noch mehr Mäuler zu stopfen, noch mehr Leute, die sich beschweren übers Essen. Können wir wirklich nicht gebrauchen. Die sollen alle sterben, die sind mir egal. Ich brauche nur die eine. Ja, dann versuch sie doch von hier zu treffen.
Und keine. Nein, nein, ich möchte. Also ich krieg's auch hin, die Maul zu stopfen, keine Sorge. Ich brauch, aber ich hier ist noch ein bisschen Eintopf. Der ist für später. Oh, Entschuldigung, Edda. Das Siegesfestmahl. Oh, ich kann ja fragen, ob sie ihre, also sie rüberschicken. Also. Und es könnte ja auch sein, dass da Schätze noch drauf sind auf dem Schiff. Ja, das sagen die uns bestimmt. Ja, das gehen wir holen. Wir sind auf der Suche nach einem großen Schatz. Okay, dann bekommen wir sie überredet, dass ihre Chefin hier rüberkommt. Ja, das kannst du gerne versuchen. Okay, ja, dann gehe ich Schick Siebel rüber. Ich muss hier noch ein paar Dinge reparieren. Guck mal, dass das Seil ist abgerissen und jetzt hat da jemand das Holz voll geblutet. Ich muss das kurz ausbessern. Da ist so eine leichte Delle drin. Okay, wir schicken nicht jemanden von uns da los, wir schicken jemand anderen da los, den wir entbehren könnten, nicht wollen, aber könnten, um mit einem Ruderboot, um die Kapitänin auf unser Schiff zu holen. Ich würde gerne aber meine Schultern. Ich kann rudern, kein Thema. Kurze Frage, wollen wir nicht rufen und sie schicken jemanden rüber? Dann müssen wir keinen rüber schicken. Die sind sehr beschäftigt mit Ertrinken gerade. Also. Wir schicken jemanden rüber aus unserer Mannschaft. Wow, mit einem Ruderboot. Raider hat diesen Blick wieder, dieses leicht glasige. I'm so sorry. Ja, also er schickt jemanden rüber. Und tatsächlich kommt die Kapitänin an das Achterdeck. Sie ist eine hochgewachsene Frau mit so langen, dunklen Locken, die so zusammengebunden sind. Und sie ruft euch zu. Wir haben die Farben gestrichen. Wir geben auf. Achso. Ist da schon was haben die gestrichen? Die Landesfarben. Wenn die Fahne, weiß ersetzt werden, dann... Die nennen ihr Schiff jetzt auch Leapis. Was wollt ihr? Eure Kapitänin. Da habe ich euer Ehrenwort, dass ihr meine Besatzung gehen lasst. Das ist auf mehr keine gute Idee. Wir geben euch unser Wort. Dann werde ich kommen. Dann nicht ins Französische gerutscht, die ist Spanierin. Dann wird euer Boot rübergerudert und tatsächlich kommt sie mit. Und klettert steif an Bord und zieht so, macht so ihren Lüst, so ihr Schwert vom Gürtel in der Scheide und hält das so her und überreicht das Kapitänin Rainer. Rainer nimmt's. Und bringt Sora ran. Na, du Sackratte, kennst mich noch? Und geh dann direkt, geh direkt zu ihr. Ich kenne euch alle. Piratenabschaum. Nein. Mich speziell. Ich kann nicht mehr reden. Ja, du bist diese Wahnsinnige, die das Schiff gesprengt hat. So her würde ich es jetzt nicht ausdrücken. Aber ja. Genau die. Und ja, ich dachte, also wenn du mich schon die ganze Zeit verfolgst, ja, hier bin ich. Also, ich ist halt die Frage jetzt. Ich wollte dich hier rüber bitten und rüber haben und dann wurde leider von meiner Kapitänin gesagt, dass wir nicht mehr Mäuler stopfen wollen. Was laberst du da jetzt, Sora? Und was laber ich? Ich hab hier was Lustiges. Wollen wir sie mal kurz fesseln oder sowas? Das wär super lustig. Also ich weiß nicht, wie dein Geschmack aussieht, so ich wäre da jetzt ungern Teil von. Na gut, ja, dann gehe ich halt hinter sie und tritt ihr mal in die Kniekehlen. Sie fällt auf die Knie runter und flucht auf Spanisch. Ja, dann fessel ich sie. Mhm.
So, und jetzt solltet ihr alle mal weggucken. Ich schaue aus medizinischer Sicht und für Bildungszwecke trotzdem hin. Okay. Ich sollte das Maul stoppen. Ich kann dafür nichts, wirklich nichts. Ich gehe halt mit ihr so ein bisschen zu da, wo halt das Schiff angelegt ist, ne? Also wo sie ja mit dem Ruderboot hergekommen ist. Nimm so eins meiner Säckchen raus. Stopp wieder das in ihr Mund und dreht sie zurück aufs Schiff, wenn das klappt. Ja. Und dann schieße ich mit meiner Pistole auf ihr Gesicht. Okay. Würfel mal schießen, bitte. Ich dachte, du schießt jetzt voll daneben, das wäre halt lustig gewesen. Das Boot geht unter. Es ist nicht sehr einfach, mit einer Kugel etwas zu entzünden, was durch Feuer entzündet wird, aber du schießt so, dass die Funken, die aus deiner Pistole fliegen, dieses Säckchen treffen, während sie fällt und ein Funke darauf landet und während sie runterfällt und sich so rückwärts überschlägt, gibt es so ein BAM! So, wir haben das Maul gestoppt, wir können fahren. Das Maul klebt an unserer Bordwand. Das ist eigentlich nur teilweise ein schöner Anstrich. Na, das Problem ist gelöst. Und, Welches Problem hatten wir denn mit ihr? Die wollten uns angreifen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Die hatten ihre Kanonen schon rausgefahren. Ja, das ist das Piratenleben. Das ist eine gute Botschaft. Leg dich nicht mit Herpes an. Herpes zerstört Leben. Ja, jetzt könnten wir auch den Rest untergehen lassen. Jetzt ist mir alles egal. Ja. haben wir noch so ein Ruderboot oder so? Ja, ihr habt zwei Beiboote. Also Bräuchten wir noch ein paar Leute zum Anpacken für Reparaturen, Sachen tragen, Gefechte, dies, das? Sind ja auch ein paar Leute gestorben, oder? Ich hätte einen Vorschlag, Captain. Ja. Wir lassen zwei Seile an den Seiten runter und sagen, die ersten 15 Mann, die hier hochschaffen, also die stärksten, sind Teil der Crew, die restlichen ertrinken. Das ist eine sehr gute Idee. Können wir noch einmal vorher checken, ob die Kartoffeln an Bord haben? Wir haben genug Kartoffeln, mach dir darum keine Sorgen. Wehe, später wird sich wieder beschwert. Ich hab's gesagt. Ja, das passt. Okay. Wir machen das also genauso. Tatsächlich, wenn ihr das Angebot rüberruft, nimmt das keiner von denen an. Tja. C'est la vie. Das heißt, das Französische heißt, dann fickt euch alle und dann fahren wir. Ja, das hat sie umgebracht. Gut. Als die Lerpest langsam davon segelt, seht ihr, dass die verzweifelt versuchen, ihr Schiff zu retten. Es liegt relativ tief im Wasser. Es ist schwer zu sagen, ob sie es schaffen oder nicht. Ne? Also so ein Holzsegelschiff, das weißt du, Sibel, das kann man ganz gut reparieren, auch während es schwimmt, wenn man weiß, was man tut. Und es ist sehr schwer, ein Schiff zu versenken, weil Holz generell eher schwimmt. Also Holzschiffe sinken nicht einfach so, so simpel. Aber schwer zu sagen, das lässt sich nicht einschätzen. Wenn der Wind und Wetter stehen ganz gut, aber wenn das ein bisschen härter wird, was immer passieren kann, dann haben die keine Chance. Wenn es so bleibt, gibt es eine gewisse Chance, dass sie schaffen. Ja, also überleben ein paar, um unsere Geschichten zu erzählen. Das wäre ja toll. Ne? Also ich finde es ja immer gut, wenn das auch weitergetragen wird. Das ist auch immer einen guten Ruf zu haben. Ne? Den müssen wir uns ja aufbauen. Du bist zwar die Tochter von Mary Read, Kapitänin, aber es ist ja auch immer toll, sich von seinem Elternhaus lossagen zu können und sich was Eigenes aufzubauen. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut. Aber vielleicht gehen sie auch alle unter. Da müsste ich es halt weiter erzählen. Aber ich möchte es natürlich gerne. Ich schmück das auch ein bisschen aus. Nur so ein paar Momente, die ein bisschen peinlicher für uns sind, die werden dann einfach rausgestrichen. Und ich mache das so. Also ich erzähle das super gerne einfach von unseren Heldentaten. Und wie toll das alles glaubt ist. Ich meine, guckt unser Schiff an. Wir haben unser erster Segelfecht als Crew geschafft. Wir reden die ganze Zeit noch weiter und ich gehe weg. Ja. Okay, also, euer Schiff segelt so davon, lässt den Ort hinter sich. Ihr seid ein bisschen langsamer jetzt wegen der Beschädigung, aber Sibel wird die nächste Zeit damit verbringen, das zu reparieren.
Und tatsächlich, eure Kapitänin legt einen neuen Kurs an und führt euch zur Isla Purpura. Und ihr seht sie in der Ferne, das ist sehr nebelig und ihr seht so große Felsen aus diesem Nebel herausragen. Und ihr seht, wie sich das Wasser in der Nähe an zahlreichen Untiefen und Riffen und Felsen und Sandbänken bricht. Das wäre vermutlich logisch, nicht so nah ranzufahren, sondern irgendwo etwas weiter weg vor Anker zu gehen und dort dann mit Ruderbooten und Schafskatzen ans Land zu fahren. Die Seekatzen. Sind wie sie reden, du darfst doch nicht hinterher springen. Ja. Die schmecken aber sehr gut. Isla Purpura ist dafür bekannt, für die sirenenhaften Gesänge der Seekatzen. Hört nicht hin, haltet Stand. Steckt euch Lauch in den Ohren. Aber die sind so flauschig.